Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Isle of Rima. Heute spielen wir den Dilophosaurus. Der ist auch durch das letzte Update neu ins Spiel gekommen. Und das Interessante bei dem ist, dass der einen giftigen Biss hat, mit dem er die Sicht der Gegner einschränken kann und dann auch dafür sorgen kann, dass diese so Illusionen haben. Falls ihr mal sehen wollt, wie das so aussieht, wenn man gebissen wird, dann schaut gerne mein letztes Video an. Das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da wurden wir nämlich gebissen. Und heute versuche ich mal, die Gegner so ein bisschen zu verwirren. Aber als allererstes müssen wir natürlich wieder Nahrung suchen. Mal gucken, ob das klappt. Ich werde mal ein bisschen schnuppern. Ja, ist hier eine sehr interessante Gegend. Ich glaube, wir sind ganz im Norden. Aber riechen kann ich hier schon mal nichts. Das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen wandern, vermutlich. Da ist ein Dilo. Ich glaube, der ist gestorben. Oh nein, ich wollte ihm eigentlich Wasser zeigen. Ich habe extra gerade auf der Map nachgeguckt, wo Wasser ist. Er ist leider verdurstet. Jetzt die Frage, werden wir Kannibale? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich hole mir die Organe daraus. Dann teste ich mal, ob das funktioniert. Dass wir dann die Diäten damit kriegen. Das dürfte ein Lungenflügel sein, oder? Oh, das bringt gar keine Diät. Schade. Echt die Muscle Spams. Oh Mann. Muss irgendwo hier sein. Ach, ich soll ihn töten. Ja, okay. Na gut. Das geht ja blutrünstig los. Der erste verdurstet. Der zweite Dilo, den ich treffe, den soll ich auch umbringen. Ich glaube, Suhlen bringt jetzt gar nichts bei dem Regen. Auch wenn es nur ganz leicht nieselt. Na, wir werden zwar dreckig, aber ich glaube, das wäsche ich jetzt instant wieder ab. Ich glaube, der Regen hört gerade auf. Okay, dann bleibt das natürlich. Ich höre auf jeden Fall da vorne irgendwie Stegos oder sowas. Ich glaube, da vorne sind andere Dilos oder sind das Hereras? Sind Hereras. Auf der anderen Seite sind die los, glaube ich. Tschüss. Oh, hier liegt eine Leiche. Und noch ein Herrera. Warum sind hier so viele Hereras?
Die sind irgendwie alle friendly. Meint ihr, wir können hier noch was essen? Ne, es ist verrottet. Die machen halt wirklich nichts, ne? Ah, das fiese Croc, das greifen wir an. Na egal, ein bisschen was von ihnen haben wir gesnackt. Es ist immer die ganze Zeit so dunkel durch den Regen. Ich weiß immer nicht, ob ich Nachtsicht oder nicht Nachtsicht anmachen soll. Das ist so ein Zwischending. Organe werden halt nice, ne? Aber die werden wahrscheinlich schon rausgegessen sein. Ich bin richtig buggy hier an dem Körper. Ich kann mich schon wieder nicht bewegen. So, wir suhlen uns erstmal. Hier sind auf jeden Fall noch andere Dilos um uns rum. Ich hoffe, die finden uns. Aber erstmal ist jetzt wichtig, dass wir Essen finden. Also gut getarnt sind wir jetzt. Jetzt brauchen wir Food. Ich würde so gern Fleisch da absnacken da unten. Ist halt echt viel los, aber ich habe super Hunger. Kannst du uns helfen, Stego? Oh, mein Mate, ey. Leben am Limit. Dürfen wir das fressen? Anscheinend ja. Aber ich kann nicht. Bin schon wieder verbuggt. Ich kann nicht essen. Jetzt kann ich essen. Oh, die füttern uns. Oh, ist das schön. Ich esse mich jetzt auch voll damit, wenn es geht. Da müssen wir nichts wie weg. Voll nett von der Croc-Familie, dass sie uns hier fressen lassen. Ich bedanke mich auf jeden Fall noch. Er schützt uns sogar.
glaube, wir sind noch zu klein, um unser Gift auf den wirken zu lassen. Oh! Ach du Schande. Hier ist ja einfach alles. Warum will der mich? Oh nein, er hat einen von uns. Aua, mich hat er auch erwischt. Oder ist noch ein Herrera? Ich hau ab. Ich bin der einzige Überlebende von meinem Rudel. Oh Mann, oh Mann. Ja, ich werde mich jetzt hier erstmal ausruhen und die Blutung heilen lassen und einfach ein bisschen wachsen. Und dann gucken wir mal. Oh, ich bin schon ganz schön gewachsen, wenn man das so sieht. Ach, das ist sogar mein Mate von vorhin. Cool. Da oben hängt der Baum. Jetzt hängen sie beide im Baum. Richtig vergiftet haben wir sie noch nicht. Haben wir gut gebissen. Oh, ich kann jetzt schon den ersten Klon rufen. Also der hat auf jeden Fall Vergiftung drin. Und Illusionen bekommt er jetzt. Seht ihr unten rechts, da sind so drei Striche. Wenn ich jetzt die rechte Maustaste drücke, geht ein Strich weg und dann wird er angegriffen von so einem Klon, sozusagen. So eine Illusion. Damit kann ich ihn halt ein bisschen Panik machen. Halt sehr gefährlich hier mit dem Essen. Ich reiß mir hier mal ein Stückchen raus. Seht ihr das, wie die leuchten? Ich habe zwei davon vergiftet. Die lilane Stufe ist, glaube ich, sogar schon eine hohe Stufe der Vergiftung. Es wäre so cool, wenn Paris die aus den Bäumen kicken könnten. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Hallo. Das ist ein kleiner Herrera. Ne, dich töte ich nicht. Süß, der Kleine. Ich dreh mich mit dir. Jetzt bist du gleich ein Großer. Ich hoffe, dann lässt du uns in Ruhe oder bleibst bei uns und kämpfst mit uns. Ich mag ja eigentlich kein Mixpacking, aber das ist gerade so süß.
Dich würde ich mitnehmen. Das ist auch ein Server ohne Regeln, also hier ist alles erlaubt. Na du? Bist du jetzt ein Großer? Ach, wie schön. Wir sind noch nicht gewachsen. Ah, krass, wie viel kleiner der Herrera ist. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, die beiden sind ungefähr gleich groß. War schon noch ein Stückchen kleiner. Oder sind noch mehr Dilos? Oh, jetzt haben wir, glaube ich, ein richtig großes Rudel. Wie viele das sind. Ich hoffe, wir können mit denen zusammen in eine Gruppe gehen. Weg, 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 weg. RIP. Man kann übrigens nur zu viert mit dem Dilo in eine Gruppe. Oh, hier sind die Sounds wieder ganz schlimm. Er springt jetzt weg an den Baum. Ah, Mist, an dem Baum kann er sich, glaube ich, auch ringen, an den Ästen. Oh nein. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Auf die Art und Weise kann das Video natürlich nicht enden. Deswegen habe ich nochmal einen neuen Dilo angefangen. Und der ist auch schon komplett ausgewachsen. Damit werde ich jetzt auf die Jagd gehen. Ich laufe jetzt mal nicht zu den anderen Dilos, die da schreien, sondern versuche erstmal so ein bisschen alleine zu jagen. Und hier ist auch schon der große See. Beziehungsweise ein anderer großer See. Ah, ich weiß, wo wir sind. Okay, krass. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen verlaufen, aber jetzt habe ich wieder Orientierung. Und vielleicht finden wir hier irgendwie Beute. Oh, hier plätschert es so schön. Na, guck mal, hier ist sogar das Meer auf der Seite. Aber wir müssen noch ein ganzes Stück weiter. Hier geht es jetzt über eine Brücke. Das ist ganz praktisch, da müssen wir wenigstens nicht schwimmen. Oh, das ist ein Pteranodon. Na du? Hier geht's. Was ein süßer Kleiner. Aber ich muss weiter. Brauch bald wieder Beute. Tschüss. Ja, das ist leider auch ein Dilo. Kannibalismus will ich jetzt nicht machen. Aber wir sind gleich wieder an dem großen See. Da finden wir bestimmt Beute. Ich höre auch schon wieder andere Dilos. Aber ansonsten sehe ich hier gerade nichts. Es ist immer wieder schön, zu diesem See zu kommen. Es ist wirklich mein liebster Ort auf der Karte. Mit dem Sumpf zusammen.
Aber optisch ist es immer wieder schön, diese Berge im Hintergrund zu sehen mit dem Nebel. Schade, ich habe es leider nicht gekillt gekriegt. So, spring auf mich. Ja, spring drüber. Komm, spring. Du willst es doch auch. Hier unten wäre Fleisch, aber ich glaube, da ist auch ein Croc. Das hat sich, glaube ich, vorhin nämlich bewegt, diese Keule. Obwohl, das ist, glaube ich, nicht im Wasser, oder? Doch, das ist am Ufer direkt. Na, das wollen wir dann natürlich nicht. Trink mal einen ganz kleinen Sip. Aber nur wirklich ein bisschen. Weil hier sind auf jeden Fall Crocs drin. Muss schon reichen. Oh, da vorne kommt was. Wir brauchen dringend was zu essen. Was auch immer das ist, ich werde es killen. Auch wenn es ein Dilo ist, ist mir egal. Ich glaube, das ist ein Cerato oder sowas. Ich hab mich übergeben. Ich kann nicht mehr sprinten. Jetzt. Oh mein Gott, die Animation hat ewig gedauert vom Übergeben. Oha, das ging schnell. Ja, der weiß halt genau, welcher ich bin. Ja, ist nicht so geil gegen den Cerato. Aber der hat den Debuff. Der ist vergiftet. Wir müssen jetzt mit dem Debuff arbeiten. Er ist leider noch nicht stark vergiftet, sonst wäre er lila. Blute halt stark. Oh, bin ich noch gesehen. Oh, Mist. Ich kann mich wieder nicht bewegen. Oh Gott. Der macht das richtig gut. Der weiß genau, wer der Richtige, welcher der Richtige ist. Oh, ich wäre völlig in Panik, hätte ich diesen Debuff. Da oben sind die Blutspuren.
hoffe, wir finden den jetzt wieder. Ah, krass, dass ich vorhin so gelähmt war und gar nicht lossprinten konnte. Wegen der Kotzanimation, glaube ich. Das war übel. Aber ich habe mich halt auch direkt übergeben, weil ich so einen leeren Magen hatte. Ist halt sehr, sehr schwierig, gegen Cerate zu kämpfen ohne Essen im Magen. Aber ich habe die ganze Zeit nichts anderes gefunden, was ich angreifen hätte können. Und das ist jetzt natürlich das denkbar schlechteste Ziel, was es gibt. Ich habe keine Ahnung, wo der hin ist. Ich glaube, dem geht's halt auch nicht gut. Der wird auch geflohen sein. Aber ich habe halt großen Hunger. Das ist das Problem. Ich werde halt sterben an Hunger wahrscheinlich. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ich muss nochmal zum See rennen oder so. Mit meiner letzten Ausdauer, die ich habe. Keine Ahnung. Also ich werde den nicht finden in der Zeit. Ja, der Magen ist rot. Jetzt ist bald vorbei. Ich kann ihn halt aber immer noch diese Illusion hervorrufen. Also der ist immer noch vergiftet. Schade, dass er sich versteckt hat. Oh Mann, ey. Ja, das mit dem Kotzen war sehr ärgerlich. Ich hätte mich gar nicht treffen lassen dürfen. Ich hätte einmal zubeißen sollen und weggehen sollen. Und dann einfach das Blut arbeiten lassen. Ich weiß gar nicht, ob der groß Blutungsschaden macht. Wahrscheinlich nicht. Aber einfach das Gift ein bisschen arbeiten lassen, ein bisschen ruhiger spielen. Weil dadurch war ich halt total in der Bredouille dann auf einmal. Ich war am Bluten. Hab meinen gesamten Mageninhalt verloren. Jetzt verhungere ich. Hab keine Ausdauer. Und ich werde sterben. Wenn ich jetzt hier gleich nichts rieche, dann ist vorbei mit uns. Ah, schade, schade. Komm schon, riech was. Bitte, bitte, bitte. Du hast doch großen Hunger, du musst was aufspüren. Ich bin doch hier an dem großen See, hier ist doch immer viel los. Ich kann dann hier keine einzige Leiche liegen. Ach Mann, ey. Aber die Zone ist halt auch gar nicht zu sehen. Die scheint ganz woanders zu sein. Da habe ich einfach Pech gehabt. Ich kann jetzt ja auch nicht mehr groß woanders hingehen wegen dem Ausdauerproblem. Das Ausdauerproblem kann ich halt nur lösen, indem ich Essen finde. Und das Essensproblem kann ich nur lösen, wenn ich Ausdauer hätte. Ich werde nicht verhungern. Auf gar keinen Fall. Eher ertrinke ich. Ertrinken ist ehrenvoller auf Gateway. Oh yeah. Die Lichter gehen aus. Und damit endet auch das Video. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr den Dilo findet. Und falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich selber ein Like freuen. Ansonsten schreibt auch gerne in die Kommentare, welchen dieser Dinosaurier als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.